Seit 2005 fordert die Linke einen gesetzlichen Mindestlohn. Aus gutem Grund. Ein Bäcker verdient in Sachsen-Anhalt 4,50 Euro pro Stunde. Und in Rheinland-Pfalz bekommen Beschäftigte im Sicherheitsgewerbe 5,40 Euro. Und das sind Tariflöhne. Trotz Vollzeitarbeit müssen fast 1 Million Menschen zusätzlich Hartz IV beantragen. Ein flächendeckender, gesetzlicher Mindestlohn muss her. Er sorgt dafür, dass sich Arbeit lohnt, er schafft Beschäftigung und entlastet die Staatskasse. Es hat 6 Jahre gedauert, bis das auch die CDU begriffen hat. Sie will sich nun für sogenannte Lohnuntergrenzen einsetzen. Dies zeigt, links wirkt, auch in Opposition. Wir sorgen dafür, dass daraus keine Mogelpackung wird. Wir fordern einen gesetzlichen Mindestlohn ohne Unterschied zwischen Ost und West. 10 Euro pro Stunde sind das Minimum. Erst dann schützt der Lohn vor Armut und reicht für eine gute Rente.